Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Nämlich heute habe ich hier ein Blister der FIFA 365 Sticker Serie. Da mir von dieser Serie noch sehr viele Sticker fehlen, habe ich mir gedacht, kaufe ich mir einfach mal ein Blister. Dort enthalten sind 50 Sticker, das heißt 10 Tütchen. Das Ganze kostet hier, um zu erkennen, 5,50 Euro. Man spart glaube ich 50 oder 60 Cent. Ja, 50 Cent. So, zack, abgeschnitten hier. Dann holen wir erstmal die Sticker-Tütchen raus. Das andere kann zur Seite gepackt werden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit dem ersten Tütchen an. Da gibt es ja über 800 Sticker oder so. Ich glaube, so 200, 300 Sticker fehlen mir garantiert noch, wenn nicht sogar noch mehr. Haben wir auf jeden Fall River Plate, das Logo. Okay. Dann geht's weiter hier mit Elias und Christian von Corinthians aus der brasilianischen Liga. Dann Sergio Roberto und Neymar. Ein richtig cooles Foto von ihm. Von Barcelona natürlich. Dann Mark Ischen und Carlos Valdez von, ja, von welchem Verein? Uruguay von Peñarol. Und zu guter Letzt haben wir hier Imbula und André vom FC Porto. So, sortieren, zack, packen wir mal hier oben hin. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Tütchen. Und hier haben wir die Sticker, die meiner Meinung nach am geilsten sind von der Serie, nämlich diese kleinen schwarzen Sticker. Dieses Mal haben wir hier von Zenit St. Petersburg, Lombard, Schatov und Javi Garcia. Dann ein Torjubel von AC Mailand hier mit De Sciglio ist das, glaube ich, Nigel de Jong und Luis Adriano. Dann ebenfalls ein Torjubel von, ja, irgendeinen Chile, ein Chile-Verein, Chile, keine Ahnung. Dann haben wir aber auf jeden Fall dann noch Casemiro und Toni Kroos von Real Madrid. Der sieht ein ganz wenig, ein bisschen danach aus nach Ronaldo. Der Haarschnitt hier, die Augen passen zu Ronaldo. Leute, schaut euch mal das an. Es könnte auch Ronaldo sein. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Dann haben wir hier von River Plate dann noch den Keeper, nämlich Baro Vero und Balanta. Also Balanta ist nicht der Keeper, sondern Baro Vero. Habt ihr ja am Trikot gesehen. Hier haben wir einen Starspieler Esteban Paredes von Colo Colo. Juventus Turin, linke Seite des Mannschaftsfotos. Hier haben wir Gianluigi Buffon, Gigi Bonucci, Paul Pogba, Caceres und Patrice Evra. Ui, Corinthians und Auckland City, Ivan Vicilic und Ralf. Ralf ist da. Wir haben Ralf gezogen. Nice, Olympique Marseille, Mannschaftsfoto hier mit Alessandrini, Batshuayi oder wie der heißt. Und die anderen kenne ich leider nicht. Weiter geht's wieder mit zwei Real Madrid-Spielern. Daniel Carvajal, der ja mal in der Bundesliga gespielt hat, in Leverkusen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube in Bayern 04 Leverkusen. Und dann noch Danilo, der kleine Brasilianer. Okay, klein ist er ja nicht. Wie groß ist der? Steht das da drauf? Nüpp, steht nicht drauf, aber ich glaube 1,82 oder so. Dann haben wir hier von, hier, Parelo oder was, wie hieß der Verein? Panirol oder irgendwie so. Haben wir hier so einen schwarzen Sticker oder drei schwarze Sticker, Rodriguez, Mao Ishin und Aguilar. Und hier ziehen wir zum zweiten Mal Ralf. Und dann noch Bruno Henrique von Corinthians. Von Anderlecht haben wir hier Conte und Dennis Brett, der ja auch mal in der Bundesliga in Gespräch war. Wolfsburg wollte ihn haben, glaube ich. Dann haben wir hier von Boca Juniors Leandro Marin und Alexis Rollin. Thiago Motta und Javi Pastore von Paris. Und wie viel haben wir noch? 3, 6 Tütchen haben wir immer noch, Leute. Das läuft hier. Das läuft hier. Upsala. Von Porto haben wir folgende Spieler. Bruno Martins Indin. Geiler Name auf jeden Fall. Hector Herrera und Alberto Bueno. Von Colo Colo folgende Spieler: Emiliano Vecchio und Claudio Bezza. Flamengo, Gabriel und Marcelo Chirino. Von Olympiakos
Pireros, Dimitrios, Siovason, Anastasios, Alonitis, was für Namen, meine Herren, Lukas, Moura von Paris, der Brasilianer, der am rechten Flügel aktiv ist oder am rechten Mittelfeld. Ich weiß nicht, ob ich gucke die französische Liga nicht, wenn halt nur in der Champions League Paris. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, meistens ist er in der rechten Seite aktiv. Aber ich denke mal, die linke Seite könnt ihr auch definitiv spielen. Und Angel Di Maria. Weiter geht's. Habe ich hier wieder einen Batzen-Sticker zum Einkleben. Richtig nice. Hier Arbeloa und Marcelo. David Luiz 2.0 quasi. Dann noch von Boca Juniors hier drei schwarze Sticker. Orion, Diaz und Peruzzi. Zenit St. Petersburg, die Meisterschaftsfeier. Hier mit Axel Witzel. Den Typen kenne ich doch auch. Danny. Dann hier die Kinder wegretuschiert. Mit dem gauschen Weichzeichner oder keine Ahnung. Ist das Tymischuk? Anatoli Tymoschuk. Geil. Ebenfalls hier zwei Zenit St. Petersburg Spieler. Juri Lodigin und Malafev. Ja, ja, ja. Jupp, jupp. Marta und Bastian Schweinsteiger. Da ist er aber nicht vorher zum Friseur gegangen. Oder hat sich die Haare gemacht, Leute. Da stehen ihnen ein paar Haare ab. Bad Herday. Herday. So, da haben wir Lasse Schöne von Ajax Amsterdam. Schalke-Spieler, die ja gekennzeichnet sind hier mit P und P. Vor allem im Album der FIFA 365-Serie. Franco Di Santo und Klaas-Jan Hüntela. Anjukov und Crisquito, De Silvio und Antonelli und von River Plate haben wir Sanchez und Krane Witter. Auch ein komischer Name. Drei Tütchen haben wir noch. Und da haben wir das Logo von Pejinguan FC. Okay. Pejinguan FC, okay. Figueroa und Valdez von Colo Colo. Hier von Auckland City, Kim und Burfott. Mandanda und Pelé. Der sieht doch aus, ist auch ein richtig alter Sack, glaube ich. Von Marseille hier, Pelé. Silvestre, Varela und Hector Herrera von Porto. Und damit wären wir beim vorletzten Tütchen. Wo wir Spieler ziehen vom Ajax Amsterdam. Davy Klaassen, Milik und Viktor Fischer. Dann von Corinthians. Wir haben richtig viele brasilianische Spieler gezogen. Judson und Mendoza, aber halt Spieler, die bei brasilianischen Vereinen spielen, Flamengo, Corinthians und so weiter. Burak Yılmaz und Umut Bulut von Pejinguan FC, Zong und Kleber. Und dann noch von Porto FC oder FC Porto, Alberto Bueno und Abubakar, Vincent. Abubakar, Abubakar, Abubakar. Abubakar Sanogo, wer kennt ihn noch, Leute? Den Typen habe ich auch früher richtig gefeiert. Pablo Batala von den japanischen Verein, chinesischen Verein hier, Peking FC, Guan FC, dann hier von Corinthians ein Torjubel hier, das müsste Wagnerlauf sein, oder? Ich glaube schon. Dann Axel Witzel und Rüzianzjev oder so, Nigel de Jong und Jose Mauri und zu guter Letzt haben wir hier von Club America ebenfalls eine Meisterschaftsfeier und eine Siegfeier, keine Ahnung, auf jeden Fall war es das Blister hier für heute, ein etwas längeres Video, 9 Minuten oder fast 10 Minuten quasi sogar, habe ich hier die 10 Tütchen geöffnet, auf jeden Fall gibt es morgen dann ein Mailday-Video, denke ich mal, ich habe hier noch ein paar Briefe zu liegen, eine Zeitschrift werde ich in der nächsten paar Tagen auch unboxen. Seid da auch mal gespannt, welche Zeitung ich da auspacke. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut da rein!